Hallo und herzlich willkommen aus dem Fahrerlager von Spa-Francorchamps. Wir sind für euch hier beim DP Belgien vor Ort. Das ist natürlich auch wieder unser Formel 1 Insider Ralf Bach. Ich bin Bianca Garloff. Ja, und wir stehen hier nicht ohne Grund vor dem Sauber-Team, denn in Zukunft wird das ja das Audi-Team sein, das Audi-Werksteam in der Formel 1 ab 2026. Und hier hat es in der vergangenen Woche ein kleines Erdbeben gegeben. Und zwar sind der CEO Andreas Seidel und auch der Formel 1 Projektleiter Oliver Hoffmann gekündigt worden. Neu an Bord, ehemaliger Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Ralf, wie hast du das erlebt? Wie überraschend kam es für dich, dass Andreas Seidel und eben auch Oliver Hoffmann plötzlich weg waren? Und was ist da hinter den Kulissen vorher schon vielleicht vor sich gegangen? Es war sehr überraschend für mich, auch aus dem Grund, dass ich mit Andreas Seidel regelmäßig Kontakt hatte. Er wusste, dass es einen Machtkampf gibt, dass der Oliver Hoffmann an seinem Stuhl sägen wollte, um einen Verantwortlichen für die sportliche Misere, die es da zu finden. Aber es sah so aus, als würde Andreas Seidel überleben und Hoffmann gehen musste, den sie ja vorher schon als Technik-Konzernchef praktisch entlassen haben. Deshalb war es eine große Überraschung. Noch größer war, dass sofort Mattia Binotto verkündet wurde, praktisch als in Personalunion von beiden Jobs der beiden. Und ja, was kann ich sagen? Jetzt muss man nach vorne gucken. Schade, ich finde es nicht gut, aber es ist, wie es ist. Und ich habe gehört, dass Binotto schon angefangen hat. Er war gestern in Hinwil in der Fabrik und ist heute in Ingolstadt bzw. in Neuburg gewesen, um sich die Fabriken da anzugucken. Das ist die Formel 1 Motorfabrik von Audi. Also er hat schon praktisch angefangen zu arbeiten, kann man sagen. Und er hat jetzt viel zu tun. Es ist ja so, dass Audi viel Gaudi gemacht hat im Moment, aber nur die anderen lachen drüber. Das ist schon ein Image-Schaden, bevor du überhaupt richtig angefangen hast. Und er muss jetzt wirklich die Scherben zusammenkehren und daraus wieder eine chinesische Vase machen. Das ist schwer genug. Ja, Mattia Binotto, den kennen wir von Ferrari. Jetzt wechselt er hier zu Sauber. Ralf, was erwartest du denn von Mattia Binotto? Immerhin ist er damals auch bei Ferrari gegangen worden. Und vor allen Dingen, die deutschen Fans kennen ihn als denjenigen, der Sebastian Vettel entlassen hat. Wie wird das nun bei Audi mit ihm? Man hat bei Audi schon genaue Ideen, warum man ihn fragt. Man traut ihm halt durch seine langjährige Formel 1 auch im Motorengebiet. Plus der Arbeit, die er lange Zeit mit Fiat, Ferrari, also auch im Konzern geleistet hat, durchaus zu, dass er der Aufgabe gewachsen ist. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass jetzt sie nicht viel Zeit hatten nach dem Chaos. Das war, ich glaube, eine ziemlich schnelle emotionale Entscheidung gewesen, die da gefallen ist. Gab es auch nicht so viele, die noch auf dem Markt waren. Binotto war da, er war auch bei anderen Teams auf dem Radar. Ich habe gehört, bei Alpine sollte er auch eine Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass er jetzt völlig in der Versenkung verschwunden war. Es macht schon Sinn, unter den Umständen jemanden zu fragen, der noch nicht lange weg ist und auch, wie gesagt, diese Erfahrung hat. Ob er es schafft, wer weiß das schon. Das hängt ja nicht nur an ihm, sondern es ist ein Haifischbecken. Es laufen immer noch politische Intrigen da, das glaube ich. Und er muss, ich sag mal, die stürmische See erstmal beruhigen, bevor man dann eine Luxusjacht bauen kann. Genau, die stürmische See beruhigen, du sagst es, das wird Binottos Aufgabe sein. Die stürmische See auch insofern beruhigen, als dass er natürlich auch ein Fahrer heute unruhig geworden ist. Ja, genau, hier haben wir nochmal ein wenig. Der hört auch zu. Ein paar Leute von Audi, Guido Stahlmann, Pressesprecher von Audi. Nico Hülkenberg, Stichwort. Nico hat heute gesagt, auch für ihn war es ein kleiner Schock, die Nachricht, dass Andreas Seidel gehen musste. Andreas Seidel ist immerhin sein Vertrauter gewesen. Mit ihm hat er 2015 die 24 Stunden von Le Mans mit Porsche gewonnen. Inwieweit wird sich Nico Hülkenberg da jetzt umstellen müssen? Mattia Binotto, den kennt er nicht. Es bleibt ihm keine Wahl. Natürlich kann ich ihn verstehen. Es ist immer schlimm, wenn man einen Vertrauten verliert, wegen dem man zum Teil auch diesen neuen Vertrag unterschrieben hat. Er kannte Andreas Seidel, er weiß, welche gute Arbeit er geleistet hat. Er hat mit dem Porsche gewonnen. Ein Porsche-Sieg hängt ja auch von dem Kopf zusammen, der das Ganze zusammenbringt. Das war damals Seidel als Projektleiter. In 24 Stunden von Le Mans gewinnt man ja nicht einfach so. Das weiß Nico Hülkenberg alles. Er kann mal bei Sebastian Vettel anrufen, wie das so ist, denn als der damalige Fahrerchef Mattiacci ihn angeheuert hat, war der ja auch nach 6 Wochen wieder weg. Der stand praktisch vor dem gleichen Problem. Das fand er damals auch nicht so lustig, aber was sollte er machen?
Ja, der zweite Fahrer, der ist noch offen. Gab jetzt auch Spekulationen, dass Mattia Binotto vielleicht doch noch Carlos Sainz zu Audi lotst. Immerhin kennt er ihn von Ferrari. Ja, was ist deine Einschätzung? Wer wird hier zweiter Fahrer werden, neben Nico Hülkenberg? Ja, es stimmt, dass er Sainz kennt, aber ich glaube, es ist jetzt erstmal nicht sein erstes Problem zu lösen, wer der zweite Fahrer wird. Das ist auch einer seiner Aufgabenbereiche, aber ich glaube, er muss sich erstmal ein Bild machen von der ganzen Firmenstruktur, wie Hinwil aufgestellt ist, wie die Zusammenarbeit mit den Besitzern, nämlich Audi, in dem Fall Audi Motorsport, wie er das vernetzen kann. Deshalb hat er sich ja die ganzen Fabriken angeguckt. Als gebürtiger Schweizer, glaube ich, spielt ihm ein bisschen in die Karten, dass er halt so einen Bezug zu Hinwil hat und der Schweiz. Vielleicht kann er da auch immer diese Kulturprobleme, die es auch bei BMW und Sauber damals, also Deutschland und Schweizer, ich sag mal, Arbeitseinstellung kann er eher lösen, aber das sind die Hauptaufgaben. Und dann würde er sich natürlich, nicht ganz parallel, aber sobald wie möglich damit beschäftigen, wer wird denn der Teamkollege von Nico Hülkenberg? Was kann ich mir da vorstellen? Wen würde ich gerne haben? Was wäre das Beste fürs Team? Stellt sich wahrscheinlich die Frage, okay, ich habe einen erfahrenen Fahrer, auf den kann man sich in Anführungszeichen verlassen, weil er die Erfahrung hat. Wäre es nicht gut, vielleicht einen Jüngeren, der so richtig im Saft steht und hungrig ist, noch dazu zu nehmen? Da gibt es auch nicht viele auf dem Markt. Ich bin überzeugt, dass er sich da Gedanken machen wird und unter anderem auch über Mick Schumacher. Du sprichst es an, Mick Schumacher. Mattia Binotto war auch derjenige, der Mick Schumacher in die Ferrari Akademie damals geholt hat, lange Zeit dort auch unterstützt hat, bis er selbst bei Ferrari eben nicht mehr das beste Standing hatte und deswegen auch für Mick dort nichts mehr tun konnte. Aber ist das vielleicht sogar positiv, dass Mattia Mick eigentlich sehr gut kennt? Ich denke, es ist eher positiv, weil er weiß, was er leisten kann. Aber ich denke, spielt nicht die größte Rolle, sondern ich denke, er will das Beste jetzt in seinem Job machen. Er will das Beste für Audi haben und dann ist natürlich die Frage, wer wird der zweite Pilot, wer ist der Beste in seiner Philosophie? Das wird die Antwort sein. Aber schwierig zu sagen. Also ich persönlich glaube nicht an Sainz. Egal wie die Vergangenheit ist. Der war schon auch sehr eng mit Andy Seidel. Die haben bei McLaren gearbeitet, also die kennen sich auch. Und Sainz hat so lange gezögert, obwohl Audi ihm den roten Teppich und ist bisher nicht hingegangen. Warum soll sich das ändern? Ich glaube, der will einfach nicht dahin. So. Alles klar, Ralf. Wir gehen jetzt mal weiter hier durchs Fahrerlager und zwar in die Richtung zu Red Bull. So, angekommen sind wir bei Red Bull. Thema Nummer 1 des Tages hier heute, Max Verstappen und seine Motorstrafe. Denn Max Verstappen muss hier einen neuen Motor einsetzen. Das wird bereits der vierte in der Saison sein. Damit muss er 10 Startplätze zurück. Wie hat er das denn aufgenommen? Das war das Einzige, was er heute, glaube ich, ganz cool aufgenommen hat, weil er sagt auch, das war eigentlich so geplant. Und sie haben es immer in Spa bisher gemacht. Bisher war Spa jetzt auch die Strecke, wo man am besten überholen konnte. Er hat ja auch damit schon mal gewonnen mit dem Startplatz 14, auch nach dem Motortausch. Also es hätte noch schlimmer kommen können, weil man hat sich ja überlegt, alle Komponenten zu tauschen. Das hätte dann eine 20-Startplatzstrafe. Aber man hat sich jetzt auf die Variante entschieden, die 10 Plätze kostet. Und mal schauen, dann fährt er halt von 11, 12, 13 oder 14 los, je nachdem, wie das Qualifying ausgeht. Aber es wird natürlich viel schwieriger unter diesen Umständen auch so einfach durchs Feld zu pflügen, weil wir wissen ja jetzt mit Gewissheit, dass Red Bull nicht mehr das schnellste Auto hat. Genau, das hat Max Verstappen heute in seiner Presserunde hier drin. Ja, leider spiegelt es gerade und ihr seht nicht das Innenleben der Energy Station. Genau das hat Max Verstappen in seiner Presserunde auch gesagt. Thema Nummer 2 war aber auch sein angebliches Sim-Racing-Verbot. Helmut Marko hatte vorher verraten, dass man sich darauf geeinigt hat, dass Max Verstappen kein Sim-Racing mehr fährt, nicht grundsätzlich fährt, sondern in der Nacht vor einem Rennen. Das ist in Ungarn passiert, da ist er bis 3 Uhr morgens für sein Team Redline an den Start gegangen. Da kommt Yuki Tsunoda, auch ein Kandidat für den Red Bull neben Max Verstappen. Ja, und nochmal zurück zu Max Verstappen und seinem Sim-Racing-Verbot. In Ungarn ist er bis nachts um 3 Sim-Racing gefahren, weil einer seiner Kollegen vom Team Redline ausgefallen ist. Bei Red Bull hat man hinterher suggeriert, dass er deswegen vielleicht ein wenig gereizt war im Rennen am Sonntag. Es kam dann ja auch zum Crash mit Lewis Hamilton. Es kam zu verbalen Scharmützeln mit seinem Renningenieur Giampiero Lambiase. Ja, hier wurde Max Verstappen heute drauf angesprochen.
ob das denn stimmt, dass er jetzt ein Simracing-Verbot habe. Man konnte nur sehen, wie er die Arme vor der Brust verschränkt hat. Und Ralf, du standst neben ihm. Was hat er denn gesagt und wie hat er konkret darauf reagiert? Ich muss vorausschicken, dass ich vorher ein paar Mal mit seinem Vater gesprochen habe am Telefon, der gesagt hat, er weiß nichts von einer Abmachung. Man hätte mit ihm, weder mit seinem Sohn noch mit ihm, konkret über Simracing geredet. Es stimmt auch, dass er in Zukunft die nächste Zeit keine mehr fahren wird. Das liegt aber daran, dass es keine 24-Stunden-Rennen gibt in Zukunft, die er fahren könnte. Und er war, ja, schon ziemlich sauer, das hat man gemerkt, aber auch bestimmt. Und er hat gesagt, ich weiß genau, was ich tue, ich bin dreifacher Weltmeister und es liegt nicht daran, dass ich so lange da Simracing gefahren, dass es nicht geklappt hat. Es lag an anderen Dingen, die Strategie war nicht gut, dazu stehe ich und so weiter. Und zu dem Vorwurf, er wäre über Funk ein bisschen arg harsch gewesen zu dem Renningenieur, hat er nur gemeint, auch sehr bestimmt, jeder weiß, wie meine Sprache ist und wem sie nicht gefällt, der muss halt nicht zuhören. Das war wahrscheinlich schon konkret wieder an seine englischen Freunde gerichtet, mit denen er umgehen muss, weil die kritisieren ihn am schnellsten, das muss man sagen. Genau, die englischen Freunde, die ihn am schnellsten kritisieren. Nichtsdestotrotz, Max Verstappen wirkte ein wenig angegriffen bei seiner Presserunde. Wie bewertest du ihn? Ein befreundeter Kommentator eines TV-Senders hat uns hier heute gesagt, der alte Max ist zurück. Siehst du das auch so oder würdest du das anders bewerten? Nee, das ist nicht der alte Max, der ist der neue Max, der die gleiche DNA hat wie der alte Max. Damals wollte er genauso Rennen gewinnen oder Position gewinnen wie heute. Er hatte natürlich mit dem Toro Rosso am Anfang und mit dem Red Bull nicht unbedingt ein Siegerauto. Jetzt hat er sich den Status erarbeitet, nicht nur dreimal in Folge Weltmeister zu werden, sondern auch zusammen mit dem Team ein absolutes, überlegenes Auto zu bauen. Das ist ein Status, den man nicht verlieren will. Und ich betone das Wort verlieren. Er sieht gerade, dass McLaren sie überholt hat, dass er viel mehr kämpfen muss, um was zu erreichen. Aber was meiner Meinung nach viel mehr stört ist, dass er versucht, alles zu tun, dass Red Bull wieder das beste Team wird, das beste Auto. Er fährt zum Beispiel einen Test in Imola mit einem 2 Jahre alten Auto, um zu gucken, obwohl er da gewonnen hat, was da mit den Randsteinen nicht gut war, was man da verbessern kann, um so einen Vergleich zu haben. Also um das zu erklären, normalerweise setzt man Junioren oder Ersatzfahrer in so ein 2 Jahre altes Auto und lässt dann Daten sammeln. Da ist übrigens sein Renningenieur, der gerade kommt, und Pierre Vacher, alle mit einer Schnute. Ich wollte nur sagen. Genau, das ist Pierre Vacher, Red Bulls neuer Chefdesigner nach dem Weggang von Adrian Newey. Zieht nochmal genüsslich an seiner E-Zigarette. Pierre. Genau, winkt uns einmal. So, hier läuft uns jetzt gerade nochmal. Was hat denn der für eine Hose? Lewis Hamilton durchs Bild. So, jetzt filmen wir beide mit der Schnute. Und hier nochmal Ralfs Auftrag erfüllt. So, das private Gespräch zwischen Ralf und Pierre Vacher haben wir jetzt mal kurz rausgeschnitten. Trotzdem zurück zum Thema Red Bull. Angespannt ist die Situation hier natürlich auch deshalb, weil Helmut Marko seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat und damit auch Max Verstappen bei Red Bull festsitzt und eben nicht zu Mercedes wechseln kann. Ralf, ist das Thema für Max jetzt wirklich vom Tisch und vor allen Dingen eben auch für Toto Wolff, der ihn ja sehr gerne gehabt hätte? Die Klausel, die Max dazu berechtigt hätte, zu Mercedes zu wechseln, nämlich die persönlich mit Marcos Schicksal bei Red Bull verbunden ist, die gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das irritiert auch die Verstappen, weil meiner Meinung nach gab es eine Absprache, dass man das mit Helmut Marko gemacht hat und auch Helmut Marcos Position zu festigen im Team. Das ist mehr als gelungen, weil Red Bull hat ja mit ihm verlängert, auch deshalb, weil man Angst hatte, ohne ihn Max verlieren zu können. Aber sie wären vielleicht gerne vorher davon informiert worden und man hat ihnen halt die Freiheit jetzt genommen, selbst zu entscheiden. Und ich glaube, das führt zumindest zu Irritationen und ist so ein kleiner Vertrauensbruch. Führt das auch zu den entsprechenden Irritationen bei Max Verstappen, die ihn jetzt so ein bisschen nervös erscheinen lassen und auch das Verhältnis zu Helmut Marko angespannt wirken lassen? Das kann ich noch nicht sagen, aber wenn man den ganzen Hintergrund, ist er zumindest
ein bisschen enttäuscht, weil er hat sich das, glaube ich, anders vorgestellt, nämlich, dass man auch in Zukunft, egal wohin, gemeinsam geht. Da hat Marco jetzt ganz klar gemacht, nee, das mit dem gemeinsam gehen ist eher gemeinsam hier bleiben. Da hat man ihm halt die Freiheit genommen und wahrscheinlich auch die Absprache, die vorher getroffen wurde. Ich glaube, damit muss das ganze Verstappenlager erstmal klarkommen. Es ist auch kein Geheimnis, dass Mercedes ihn haben will und sie werden es weiter versuchen. Die Frage ist, wie weit das noch eskaliert, dass Red Bull sich irgendwann mal Gedanken machen muss, das hat so keinen Sinn mehr. So, da geht Joe Bauer, Urgestein der FIA, Technikchef, zuständig für die Abnahme der Autos und ja, für die Fahrer und vor allen Dingen für die Techniker, eine riesige Respektperson und ein Landsmann von uns, ein Deutscher. So, wir sind jetzt hier nochmal kurz rausgegangen aus dem Fahrerlager, stehen vor den berühmten Drehkreuzen mit dem Formel-1-Logo. Und Ralf, dir ist hier was aufgefallen an dieser Wand mit den Fahrern. Erzähl uns, was ist dir aufgefallen? Ja, ich finde das total fresh. Mir gefällt sowas. Sie haben alle Fahrer, also 10 Teams, 20 Fahrer aufgelistet. Wenn man aber jetzt sich die Formel-1-Übertragung anguckt, wo sie ja vom Countdown her, von dem Fahrer, der die wenigsten Punkte letztes Jahr zu den meisten, letztes Jahr also von bis Verstappen durchgeht, ist die Aufteilung hier eine ganz andere. Wer auch immer die Idee hatte, hat man hier die Fahrer nach Nummer 2 und Nummer 1 Piloten eingeteilt. Und das finde ich schon verdammt frech. Würde das dem George Russell gefallen, auf der Seite der Nummer 2 Piloten zu stehen, was er tut. Und also das ist schon frech. Mir gefällt das. So, und wir gehen jetzt hier wieder ins Fahrerlager. Ralf macht sich auf ins Pressezentrum. Und wir sehen uns morgen wieder. Ralf, wink nochmal an deine Fans. Tschüss, bis morgen. Tschüss.